Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog, meine lieben Freunde. Heute on the road. Ja, Xiel wollte ich sagen schon. Amy und Leo sind auch mit on board. Und zwar sind wir heute arbeiten. Fahren jetzt zum ersten Kunden. Ihr dürft mit dabei sein. Ich habe mir gedacht, wir könnten mal sowas machen. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die sowas machen, dass sie rumfahren. Zwar meistens sinnlos rumfahren. Und dabei irgendeinen Schwachsinn erzählen. Das mache ich heute auch. Ich erzähle euch irgendeinen Schwachsinn. Fülle dieses Video mit irgendeinem Inhalt, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe oder was ich überhaupt nicht geplant habe und was mir so in den Sinn kommt. Ja, genau. Das machen wir heute. Ja, wo sind wir unterwegs? Südlich von Bayern. Genaue Orte werde ich jetzt nicht nennen. Und genau, wir sind jetzt auf dem Weg zum ersten Kunden. Das ist immer ein bisschen fahren ist das. Das finde ich immer voll angenehm. Ich liebe diesen Job. Ja, also das Fahren liebe ich am meisten. Das Zustellen mag ich meistens nicht. Und das Schöne ist, wir können das mit unserem eigenen Auto machen. Wir kriegen Kilometergeld, das ist richtig cool. Also ich kriege für jeden gefahrenen Kilometer 30 Cent. Das ist zwar nicht viel, aber Geld ist Geld. Und natürlich dann noch einen Stundenlohn. Also es ist nicht schlecht, das ist eigentlich ganz cool. Nebenbei so mit YouTube funktioniert das eigentlich ganz gut. Xian kommt nach Hause, dann fahre ich los, mache meine Arbeit und mittwochs ist ja eh zu Hause, hat sie Homeoffice. Und genau, also meine Arbeitstage sind meistens mittwochs und freitags, beziehungsweise manchmal noch Donnerstag und samstags. Aber wenn ich am Samstag keine Zeit habe, dann noch sonntags. Das sind so meistens meine Arbeitstage. Ja, meistens sind das 3-4 Stunden, die wir arbeiten am Tag. Das ist eigentlich nicht so viel. Und das ist gutes Geld, was ich damit verdiene. Recht einfach verdientes Geld vor allem. Und die Hunde können meistens mit. Nicht immer, aber meistens können sie mit. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn ich zu viel fahren muss, dann macht es nicht so viel Sinn, die Hunde mitzunehmen. Und was auch noch hinzukommt, ist, es kommt dann immer auf die Örtlichkeiten ein bisschen an. Und es gibt manchmal Orte, wo die Hunde sich wohlfühlen. Und manchmal gibt es Orte, wo viel Verkehr ist, wo es nie so gut ist, mit Hunden dann zu spazieren, weil ich meistens dann Hände voll habe und die Hunde dann ohne Leine laufen. Und wenn das dann irgendwo in der Stadt ist oder sowas, wo viele Autos fahren oder so, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Genau. So. Bisschen Stau. Ist hier los? Normalerweise ist hier nicht so viel los, aber heute ist hier, ja, was ist hier los? Was läuft hier? Ja, das Gute ist, ich habe auch keinen Zeitdruck eigentlich in dem Sinne. Also, dass ich natürlich irgendwann auch wieder nach Hause möchte. Aber so gesehen habe ich keinen Zeitdruck. Also, ich kann mir so viel Zeit lassen, wie ich will. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr cool und sehr schön und sehr angenehm. Es gibt nichts Schlimmeres, als wie wenn man einen Job hat, wo man Zeitdruck hat. Beim vorigen Job bei Geld- und Werttransport war das ja immer so gewesen, dass wir da Kunden hatten, die um eine bestimmte Uhrzeit beliefert werden mussten. Und irgendwann machte auch die Bank zu, also musste man auch sehr oft zu schnell fahren, also schneller als erlaubt. Und auch diverse Schleichwege kennen und fahren, was das Ganze immer ein bisschen ätzend gemacht hat. Und das hier ist wirklich extrem chillig. Jetzt weiß ich, was hier los ist. Hier lädt einer einen Bagger mitten auf der Straße. An einem Hotspot hier für Verkehrsteilnehmer. Hier kommt irgendwie alles, was hier so in dieser Gegend hier fährt, durch. Und da hat man dann immer hier so ein paar wundervolle Momente zu erleben. So, ja. Ja, gleich sind wir beim ersten Kunden. Ja, ein Stück lang. Oh, da steht ein schöner alter Ford Pickup. Schönes Auto. Wäre auch was für mich. Genau. So, jetzt ein bisschen dahinter und hier hin und da. Genau, jetzt haben wir am Anfang ein bisschen mehr Fahrtweg, also zwischen den einzelnen Kunden. Und danach können dann die Hunde mit aussteigen. Ein bisschen mitlaufen. Hm.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Sache hier mit dem Vlog jetzt während dem Fahren. Das finde ich eigentlich ganz gut. Da bin ich auch nicht so alleine. Ich fühle mich dann so ein bisschen begleitet von euch. Und benehme mich vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Und außerdem kann ich dann auch die Fahrt noch mal zusätzlich sinnvoll nutzen. Das finde ich immer sehr, sehr gut, wenn man die auch noch zusätzlich ein bisschen nutzen kann. Ich muss ja meinen Zeitplan immer irgendwie so planen, dass das alles irgendwie passt zusammen und ich da jede Sekunde, die ich habe, sinnvoll nutze, sonst komme ich nicht vorwärts. Und das ist momentan immer so, boah, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bräuchte hier 48-Stunden-Tag, weil ich einfach nicht das alles immer schaffe, was ich gerne schaffen würde. Manchmal klappt es, aber meistens nicht. Es ist immer so, fast immer so. Das ist ein bisschen schade, was man so alles umsetzen könnte, wenn man genug Zeit hätte. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt dann arbeiten gehe, da sind dann auch wieder 3-4 Stunden weg. Und das muss ich machen, beziehungsweise möchte ich auch machen, weil das Coole ist, ich kriege halt auch ein bisschen Bewegung. Jetzt sitze ich zwar nur im Auto, aber ich steige ja dann auch aus und gehe dann mit den Hunden ein paar Meter zu Fuß. Und das ist eigentlich immer ziemlich cool, weil sonst sitze ich den ganzen Tag nur vor dem PC und ja, kümmere mich nicht mehr um meine Fitness sozusagen. Ja, da bin ich mal ein bisschen eng hier. Ja, da willst du ja bestimmt nicht drüber fahren. Ja, das war jetzt klug, Mädchen. Und da lag ein Ast auf der Straße. Ich habe ja extra auf die Seite gefahren, damit die Person vorbei kann. Hier ist einspurig. Bergtalabfahrt. Voll cool hier zu fahren. So, jetzt kommen wir hier zu so einem Bauernhof. Haben wir 7 Kunden am Stück. Gucken hier mal so suspekt an, die Leute. Auch wenn ich nicht hier jetzt gerade rumrede, sondern generell. Letztens hatte ich 2 waren das sogar hier, glaube ich, die mich dann angesprochen haben. Was ist das für ein Auto? Kann man sich das heutzutage noch erlauben? So ein Spritfresser? Ja, genau, 10 Liter Spritfresser mit so einer Motorleistung. Da war auch hier der Porsche mehr. So, ich mache schnell den Kunden. Dann bin ich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Ja, Bärle. Immer anschnallen. GTA-Streams. Kriege ich über gesagt, Zarok, anschnallen. Machst du das in echt auch so? Nein, natürlich nicht. In echt schnalle ich mich fast immer an. Außer wenn es sind nur paar Meter, dann meistens nicht. Aber ansonsten schnalle ich mich immer an. Ich finde es auch nicht unbequem. Ich finde es eher unbequem, sich nicht anzuschnallen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, es fühlt sich so an, als würde irgendwas fehlen, wenn man sich nicht anschnallt. Das ist, ich finde das so vom Gefühl her total unangenehm, wenn da was fehlt. Ich weiß nicht, das mag ich nicht. Also ich habe nicht jeden Tag das Stück hier, sondern auch andere Gebiete. Bin ich wieder da. Und im Prinzip hier so ganzes Alpenvorland, ja gut, vielleicht nicht ganzes Alpenvorland, aber so die weiteste Strecke, was sind das, was ich da am Tag dann fahre, das sind schon so 70, 80 Kilometer, also das ist so die weiteste Strecke, die ich habe. Ja, natürlich schon drauf, dass das in meiner Nähe ist, aber ich finde, das ist schlimm. Wie gesagt, ich kriege Kilometergeld. Die Zeit wird auch bezahlt. Also, wurscht. Mir macht das Fahren an sich ja mehr Spaß, als jetzt die Kunden selber zu beliefern oder zu bedienen. Und das Schöne ist, vor allem, wenn man ein neues Gebiet kriegt, wenn man das Gebiet überhaupt noch nicht kennt, das mag ich total. Wenn man dann neue Fleckchen kennenlernt und da könnt ihr jetzt immer dabei sein. So, hier haben wir einen Kunden, die haben einen riesen Mastiff. Der macht immer viel Spaß. Oh, da kommt sie schon. Die nette Frau. Servus, hallo. Ja. Auch große Hunde. Okay, vielen Dank. Ciao.
Die mag ich. Die ist cool. Die kommt immer gleich raus. Und meistens entgegen. Muss ich nicht aussteigen. Der hat so einen großen Hund. Der Hund ist eigentlich so wachhundmäßig. Also wirklich so ein riesen Mastiff eigentlich. Naja, obwohl es glaube ich kein Mastiff. Ich glaube es ist ein Boxer. Ein großer Boxer ist das. Vielleicht auch ein Mischling, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Hund immer unangekettet. Und die ersten Male hatte ich vor dem Hund ehrlich gesagt Schiss gehabt. Weil der wirklich so auf mich zugerannt kam. Und ich kannte den Hund ja noch nicht. Und ich wusste nicht, wie der Hund tickt, ob der mich angreifen wird, beißen wird oder sonst irgendwas. Das weiß ich ja nicht, wenn ich das erste Mal dahin komme. Und dann bin ich die ersten Male nicht mehr hin, habe gesagt, also bei der werfe ich nicht ein, weil ich nicht weiß, wie der Hund reagiert. Ich selber rieche auch nach Hund und keine Ahnung, wie der Hund sich verhält. Ich kann zwar sagen, dass der Hund lieb ist und nichts tut, aber das weiß ich ja nicht. Ne? Vielleicht mag er mich nicht, vielleicht, keine Ahnung. Normalerweise komme ich mit Hunden klar, aber der bellt mich immer an. Ja. Der Hund ist in Ordnung, der tut einem nichts. Aber trotz alledem habe ich immer noch Respekt vor dem Hund. Weil wenn der mal loslegt, das ist ein Wachhund, definitiv. Also da kann sie mir nichts erzählen. Der beschützt sein Revier und dafür ist er auch da. Und das verstehe ich auch und das ist eigentlich auch vernünftig. Und das respektiere ich auch, aber ich will nicht totgebissen werden von so einem Hund. So, in der nächsten Sekunde. Jetzt kommt mein tatsächlicher Lieblingskunde. Ein kleines Stück fahren. Der kann auch nicht mehr wirklich laufen. 87 Jahre alt ist der Herr. Und er wohnt irgendwo im Wald. Und er hatte vorher an der Straße seinen Briefkasten. Und habe ich auch immer eingeworfen gehabt. Wie sie dann halt irgendwann reingeschrieben hat, dass er darum bittet, dass man zu seinem Häuschen vorfährt. Hier sind wir ja im Winter stecken geblieben. Vielleicht habt ihr den Stream gesehen oder das Video. Der wohnt halt wirklich tatsächlich mitten im Wald. Und er ist so goldig, der Mann. Und er lebt halt hier draußen ganz alleine, kann nicht mehr laufen. Ich hasse aber das hier hinterfahren, das ist mir nicht immer ziemlich übel. Und er sagt immer, er freut sich so sehr, dass ich ihn beliefere, weil andere machen das nicht. Die machen sich nicht die Mühe, hier reinzufahren. Aber ich mache mir die Mühe für jeden. Vor allem, wenn sie so nett sind. So. Da sind wir wieder zurück im Auto. Was ist los? Jetzt müssen wir zu einem anderen Ort fahren. Zu Fuß wäre es viel zu weit. Deswegen fahren wir. Puh. Ich habe mich, glaube ich, so dick angezogen. Es sieht so kalt aus, aber es ist gar nicht so kalt. Es gibt immer mehrere Wege nach oben. Aber der Weg ist schöner. Frei, 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 da kommt ein Bus. Schnell. Bin mal gespannt in den Aufnahmen dann, wie das mit dem Wind ist. Was ist los, Leo? Wir laufen gleich wieder. So, dann sind wir gleich da. Da werde ich ja auch laufen, da könnte er leider nicht dabei sein.
Ja, Freunde, wir sind jetzt vor Ort. Jetzt gehe ich meine kleine Runde hier noch. Wenn ich dann fertig habe, dann geht es nach Hause, um Feierabend. Darauf freue ich mich, weil dann schauen wir, also ich und Xirlin, eine Serie zurzeit an, die ziemlich cool ist. Wie heißt die Serie? Welchen Namen? Warte, irgendwas mit Harry Kubert oder irgendwie sowas. Die wirkliche Wahrheit von Harry Kubert oder irgendwie sowas. Eine Buchverfilmung. Also Verfilmung ist gut, ist eine Serie. Und die ist verdammt gut. Und die suchten wir zurzeit. Wir haben jetzt 8 Folgen gesehen in 2 Tagen. Und eine Folge ist 45 Minuten lang. Also schon ordentlich runtergerockt. Und heute wollen wir sie fertig gucken. Und das Lustige ist, wir haben vorgestern Essen bestellt. Ja, wir bestellen selten Essen. Meistens kommen wir selber, aber wir waren irgendwie faul. Und dann haben wir Essen bestellt bei Lieferando. Das ist jetzt keine Werbung, sondern einfach nur, um es euch zu erzählen. Dann haben wir bei Lieferando Essen bestellt. Und ja, als wir dann gewartet haben, so nach einer Stunde kam das Essen immer noch nicht, kam dann irgendwann eine E-Mail, wo dann drin stand, ja, wir konnten leider die Dingsbums nicht erreichen, weshalb wir ihnen jetzt 7,50 Euro gut schreiben für die nächste Bestellung und dass die Bestellung jetzt storniert ist und dass wir das Geld zurückkriegen. Aber okay, gut, scheiße gelaufen, haben wir uns irgendwas aufgetaut und dann haben wir gedacht, okay, dann bestellen wir morgen nochmal, also gestern war das gewesen. Und ja, da haben wir gestern bestellt. Was ist passiert? Bestellung rausgehauen. Eine Stunde kam die E-Mail. Ja, es tut uns leid. Das Geschäft hat heute leider geschlossen. What the fuck? Da wartet man so lange auf sein wunderschönes Essen. Ja, ich habe mir schöne Burger bestellt. Das ist so ich kenne dich doch. Das ist ein wunderschöner Saloon. Das ist so ein Saloon-Burger. Also ein richtig schöner Burgerladen. Und genau. Und der ist auch relativ neu. So, dann hat er zu. Dann haben wir jetzt gesagt, okay, dann bestellen wir heute was. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt werden wir heute was bestellen. Mal gucken, ob es heute ankommen wird. Werde ich euch dann morgen berichten. Und dabei werden wir dann die Serie gucken. Und ja, genau. So, meine Freunde. Ja, wir sehen uns nochmal. Stimmt. Steigen wir jetzt erstmal aus und dann fahren wir nach Hause. Also bis gleich. So, Freunde! Jawohl! Heimweg! Freue mich! Sind wir 6 Uhr? Fast 6 Uhr? Ich habe mich zu dick angezogen. Ja, jetzt fahren wir nach Hause. Und dann gibt es einen chilligen Abend. So! Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das gefallen hat, dass ich euch hier mitnehme. Weil dann können wir das öfters machen. Also ich habe nicht nur das, also das hier, was ihr jetzt gesehen habt. Gut, ist natürlich, ihr seht nicht viel von den Gebieten, aber ihr kriegt halt so ein bisschen was mit, wo mit wem ich es zu tun habe. Manchmal gibt es ein paar nette Leute, manchmal erlebt man lustige Sachen. Oder ihr wollt einfach den Sound des Motors hören, kann ja auch sein. Dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben, freue ich mich natürlich drüber. Und das können wir sehr, sehr gut in den Daily Vlog verbinden. Ich muss mal gucken, wie wir das schneiden. Sicherlich ist nicht alles total interessant. Wo wir sagen, boah, geil, voll cool. Aber vielleicht mal schauen, wie wir das machen. Genau. Und ja. Das ist eigentlich ganz cool, weil dann kann ich das so ein bisschen verbinden. Weil so muss ich dann zu Hause Zeit nehmen. Meistens weiß ich dann nicht mehr, was ich sagen soll. Und so haben wir dann nochmal so eine kleine Kombination, so ein interessantes Video, wie wir hier durch die Gegend cruisen. Und nicht nur sinnlos, sondern sinnvoll. Hundis mit aufnehmen, wo wir mal ein Stückchen länger laufen müssen. Gibt schon mal ab und zu ein paar Kunden, wo wir auch weiterlaufen.
ganz heiß. Ja. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Dass ich natürlich auch Spaß habe an dieser Sache. Oder du? Und vor allem macht es halt einfach mehr Spaß, so zu arbeiten, wenn man das auch noch mit einem Hobby verbinden kann, nämlich Vlogs. So. Ja, Freunde, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, nicht vergessen, liken. Und ich bin gespannt, wie viel Material übrig bleiben wird. Weil ich glaube, wir haben jetzt schon eine gute Stunde oder so aufgenommen. Fast eine Stunde, glaube ich, ist das jetzt geworden. Genau. Ja, dann, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns. Ciao, ciao.